Herzlich willkommen im Rhein-Main-Kongress-Center in Wiesbaden. Es ist alles angerichtet für den 49. Ball des Sports. Die wichtigste Benefizgala der Deutschen Sporthilfe jedes Jahr. Über 2000 Gäste werden kommen und wir werden so einiges erleben, denn in diesem Jahr wird es der Ball der Bälle werden. Ballsport steht auf dem großen Showprogramm und ich bin davon überzeugt, das wird wieder echt einzigartig werden. Einzigartig ist auch immer der Auflauf auf dem roten Teppich. Da geht es in Kürze los und dann wird hier wieder die Hölle los sein. Während sich die Presse am Teppich noch um die besten Plätze bemüht, sind die ersten Gäste schon im Anmarsch. Herr Müller, Herr Lafer, mit die ersten, die über den Teppich laufen, liegt das daran, dass sie gleich kochen dürfen? Natürlich. Ich glaube, die Köche sind immer die ersten in der Location und müssen zusehen, dass eben alles heiß ist und alles kalt ist, was kalt sein muss. Ja. Und wir müssen immer vorbereiten. Ja. Das gehört sich ja. Wir haben nachher keine Zeit mehr, hier drüber zu laufen. Wir müssen gucken, dass es jetzt was nachher zum Essen gibt. Aber wir wollen es natürlich auch nutzen, nochmal über den roten Teppich zu gehen, beim Ball des Sports. Ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn zwei Köche, Sie kochen ja jetzt nicht jeden Tag zusammen, wie ist das denn, wenn Sie jetzt plötzlich zusammengewürfelt werden und sollen dann zusammen kochen? Funktioniert das gleich auf Anhieb? Also wir mögen uns, wir kennen uns, wir haben schon vieles zusammen gemacht, überhaupt kein Problem. Am Ende zählt, dass die Gäste zufrieden sind, dass es eine wunderschöne Veranstaltung ist und wer was gemacht hat, spielt keine Rolle. Ja, und ich sag mal so, mit Johannes B. Kerne als Moderator sind wir ja schon fast Kerners Köche heute eigentlich. Ja, genau. Stimmt. Es gibt sehr viel Veganes heute Abend. Ist das wirklich so ein Trend, der sich immer weiter ausbreitet? Naja, die Leute wollen mit gutem Gewissen essen und ethische Gründe spielen immer mehr auch mit in den Essgewohnheiten der Menschheit. Und es ist einfach für uns Köche auch nochmal eine Möglichkeit, anders an Produkte ranzugehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nur vegan koche oder so, aber ab und zu mal was anderes zu machen, was anderes auszuprobieren und auch mal auf Fleisch zu verzichten, das finde ich absolut sinnvoll, ja. Apropos Fleisch, wir freuen uns auf Lafers Currywurst. Gibt's die denn heute wieder? Ja, die gibt's. Auch ausreichend. Also ich gehe davon aus, dass wir nachher wieder eine große Party feiern am Ende des Abends. Und ich muss immer sagen, ich wundere mich jedes Mal, was die Leute hier eigentlich alles essen können. Aber das ist auch Ball des Sports. Apropos Currywurst. Letztes Jahr hatten wir da ja noch eine besondere Begegnung, auch wenn die Kameras schon aus waren. Ob sich Frank Stäbler wohl noch erinnert? Sie können sich nicht daran erinnern, was Sie letztes Jahr Leckeres gegessen haben. Das ist auch unfair, hier Leim zu erwischen. Nein, ich kann mich gerade nicht erinnern. Also es ging um die Currywurst vom Lafer. Ja, richtig. Und die war super, richtig, oder? Die war richtig geil. Richtig, es rettet einem immer um die Uhrzeit, die letzte Currywurst nach Mitternacht und dann die letzte Grundlage für eine geile Partynacht. Und die gibt es heute wieder. Ich hatte Herrn Lafer vorhin hier und habe ihn extra gefragt, es gibt die Currywurst wieder. Ja, dann sollten wir uns ja fast aus traditionellen Gründen wieder dort verabreden. Kann man es schon Tradition nennen, wenn es erst das zweite Mal ist? Ja, wir machen die Tradition jetzt. Würde ich einfach mal sagen. 1 Uhr? 1 Uhr treffen wir uns Currywurst beim Lafer. Ich freue mich. Alles klar. Ciao. Bis später, ciao. So, das Essen wäre schon mal geklärt. Doch da werden sich die Gäste ohnehin keine Sorgen machen müssen. Nelson Müller und Johann Lafer sei Dank. Doch etwas anderes ist auf dem Teppich ein Thema. Im vergangenen Jahr sah es im Rhein-Main-Kongress-Center noch etwas anders aus. Aber es ist ja deutlich angenehmer in diesem Jahr. Es ist keine Baustellenparty mehr. Man muss sich erstmal neu orientieren, ne? Das ist richtig. Vor allem, wir haben jetzt den Parkplatz direkt unter dem Hauptgebäude. Also ich bin sehr zufrieden. Deswegen habe ich auch meinen Mantel wieder mal im Auto gelassen, weil die anderen hängen schon überall in Deutschland. Ja, man erkennt das Haus kaum wieder. Manchmal muss man sich richtig orientieren. Es ist wieder in einer Art und Weise verwandelt, wie ich es bisher so noch nicht gesehen habe. Ich freue mich auf diesen 49. Ball. Das Haus ist fertig. Es hat sich in den letzten Monaten in hervorragender Verfassung gezeigt. Und ich glaube, das wird es auch heute Abend tun. Ich bin mir sicher, dass alle Besucherinnen und Besucher des 49. Balls begeistert nach Hause gehen werden. Schick sehen sie wieder aus, die Ballgäste. Auffallend viele Frauen kommen in diesem Jahr nicht im Abendkleid. Ich sehe, der Trend geht zum Hosenanzug. Macht man das einfach, weil man dann sich ein bisschen sportlicher bewegen kann? Ja, auch. Ja. Ich liebe ja Hosenanzüge an Frauen. Ich finde, das strahlt immer so ein bisschen Stärke aus. Ja? Und ehrlich gesagt, ich bin nicht so der lange Kleidtyp. Also wenn es geht, vermeide ich das ganz gerne. Ich finde, Hosenanzüge, da kann man drin tanzen, da kann man alles drin machen. Das ist irgendwie bequem, ne? Jetzt haben wir hier vorhin mit den Fotografen so ein bisschen gesprochen und haben uns überlegt, wer hat jetzt die schöneren Beine, die Models oder die Sportlerinnen? Wie würdest du das denn beurteilen? Was haben die gesagt? Ja, manche Sportlerinnen haben tatsächlich schönere Beine als die Models. Also ich finde, solange jemand fit und gesund und
ja, einfach athletisch aussieht, finde ich das immer toll bei Frauen, ja. Ihre Frau hat sich ja heute für ein sehr sportliches Outfit entschieden. Ich persönlich finde das ja super, die Jogginghose oder überhaupt die Hose, die ist ja inzwischen echt wieder für einen roten Teppich geeignet, ne? Zumindest beim Ball des Sports. Also ich habe das ganz bewusst heute Abend an, weil hier will ich mich bewegen können. Es gibt ja auch einige Stationen, wo man Sportarten testen kann. Bin ja schon Ballerfahren hier. Wir sind, glaube ich, jetzt seit fast 10 Jahren? 10 Jahre. Seit 10 Jahren immer hier. Und da kann man ruhig mal ein bisschen sportlicher kommen. Das Ehepaar Bouvier, beide ehemalige Basketballer, dürften sich über das diesjährige Motto besonders freuen. Jetzt geht's ja tatsächlich um Ballsport heute Abend. Jedes Jahr ein tolles neues Motto, in diesem Jahr Ballsport. Worauf freuen Sie sich denn heute Abend am meisten? Ach, auf viele Freunde und Bekannte, die wir wieder sehen, viele Sportler, aber auch viele andere. Und wir sind natürlich mächtig stolz, dass das bei uns in Hessen und hier in Wiesbaden stattfindet, der Ball des Sports. Ist ein großes Ereignis, aber vor allen Dingen ist es natürlich eine Hommage an die Sportlerinnen und Sportler. Hier soll Geld reinkommen, klar, aber es ist auch eine gute Gelegenheit, mit vielen Sportlern mal so ganz persönlich in Kontakt zu kommen oder ihn wieder aufzufrischen. Hinter uns war gerade Patrick Lange, ein Supermann, den ich bewundere, und mit seiner Frau. Und wir sind oft zusammen und wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Abend. Also die Sporthilfe lässt sich immer ein einmaliges Programm einfallen und ja, ich freue mich nicht auf irgendwas Spezielles. Ich freue mich auf einen unvergesslichen Abend, auf tolle Gespräche und ja, auch mal ein bisschen das Mädchen raushängen zu lassen. Genau, also es wird ein schöner Abend, denke ich. Ich freue mich heute besonders auf Christina Vogel, die ich persönlich noch nie kennengelernt habe. Und ja, ihr Schicksalsschlag mich doch sehr bewegt hat, was ich selber gar nicht gedacht habe, weil wir uns persönlich nicht kennen. Demnach freue ich mich, dass sie heute Abend kommt und hoffe, dass sie den Abend genießt. Christina Vogel, Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin im Bahnradfahren, hatte im vergangenen Jahr noch ihre Sportart vorgestellt. Im Sommer 2018 stürzte sie im Training schwer und ist seitdem querschnittgelähmt. Auf den Ballabend freut sie sich. Es ist wunderschön, es macht Spaß und Sport ist irgendwie auch ein bisschen wie eine Familie. Und ich habe zahlreiche Athleten als Freunde und schaffe tatsächlich einfach nur, bei so einem Event wie hier die zu treffen. Und in so einem gelungenen Abend macht es natürlich doppelt Spaß. Also so. Und vor allem als Sportlerin, sich mal rausputzen zu können, hat man ja auch nicht ganz so oft. Ne? Und von daher ist es halt aus vielen Sachen, wo man den Abend einfach genießen kann. Jedes Jahr rücken andere Sportarten in den Fokus des Ballprogramms. Das Motto Ball der Bälle war in diesem Jahr eine wahrlich runde Sache, drehte sich doch alles um den Ballsport. Unter anderem wurden Radball und natürlich Handball vorgestellt. Uwe Gensheimer, Kapitän der deutschen Handballer, schien den ersten Schock schon überwunden zu haben. Ich habe über keine Sportart heute Abend mehr gesprochen als über Handball. Jetzt mit ganz vielen Gästen. Jetzt spreche ich mit Ihnen auch darüber. Wie geht's Ihnen denn? Ja gut, mittlerweile hat man es einigermaßen verdaut. Das Turnier ist ja nicht ganz so zu Ende gegangen, wie wir uns das gewünscht haben mit 2 Niederlagen. Aber ich glaube, wenn Sie das auch schon sagen, dass Sie mit so vielen Leuten gesprochen haben über unsere Sportart, dann haben wir ja schon einiges erreicht in den letzten Wochen. Natürlich habe ich auch die Handball-WM verfolgt, war auch das einmal in Köln im Stadion und habe da kräftig mit angefeuert in der Lanxess Arena. Ja, ist natürlich super gewesen, wie das Ganze angelaufen ist und ein bisschen schade mit dem Ende, aber natürlich trotzdem einfach wieder so eine Euphorie ausgelöst im Land und Handball rockt einfach. Auf dem Ball geht es ja in diesem Jahr um Bälle. Gibt es da eine Ballsportart, die Ihnen besonders zusagt? Handball. Ich habe früher Handball gespielt, insofern habe ich auch jetzt natürlich immer wieder mitgefiebert. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber ja, Handball ist so meine Ballsportart. Und Herr Steiner, wie ist es bei Ihnen? Gut, König Fußball ist immer, kann man sich immer anschauen, wobei ich sehr gerne auch Tennis schaue. Und Tennisspiel ist einfach spannend auf Dauer. Naja, also Fußball ist nicht alles, obwohl ich natürlich auch ein Fußballfan bin, aber ich spiele am liebsten Tennis, das ist die Sportart, in der ich groß geworden bin. Ja, es wird Sie nicht wundern, Fußball, obwohl ich selber mal Handball gespielt habe, aber ja, Handball ist eine Leidenschaft aus der Jugend gewesen, aber es ist sehr, sehr anstrengend. Fußball kann man auch spielen, wenn man etwas älter ist. Die Deutsche Sporthilfe unterstützt Sportler vor, während und nach der Karriere. Der Ball des Sports ist in jedem Jahr ein wichtiges Ereignis, denn hier wird erfahrungsgemäß eine hohe Summe generiert, die den Sportlern zugutekommt. Wie wichtig ist es denn für Sie, vielleicht auch hier zu unterstützen, die Deutsche Sporthilfe? Das ist das Hauptmotiv, zu kommen. Wir selber ziehen sehr viel Kraft aus dem Sport, das Durchhalten, den Mut, Teamgeist, das vermitteln wir auch unseren Kindern.
Wir finden es toll, dass die Sportler gefördert werden, die vielleicht sonst nicht das mit so viel Trainingsaufwand betreiben könnten, und hoffen, dass wir wieder ein paar fördern, die es auch ganz weit schaffen. Naja, die Sporthilfe ist, sowohl die deutsche Sporthilfe wie auch das, was wir bei uns in Hessen machen, dient dazu, dass wir jungen Sportlern die Möglichkeit eröffnen, überhaupt trainieren zu können, überhaupt die Schule, den Beruf und so weiter mit dem Sport zu verbinden. Ganz wichtig, ich glaube, es ist für den deutschen Sport wirklich eine ganz große Sache, dass es diese Sporthilfe gibt, wenn man weiß, dass die Sportler hier, ja, die Sportlerinnen und Sportler in Deutschland ja nicht so ausgestattet werden wie in anderen Ländern, China, USA, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man eine breite Solidarität, auch finanzielle Solidarität mit diesen Sportlerinnen und Sportlern hat. Ja, es ist das A und O. Ich meine, wir wissen selber, dass wir hinter dem Fußball meilenweit hinterherhinken. Also wir bemühen uns aus allen Kräften, da auch Sponsoren aktiv zu machen. Ich habe selber einen Sponsor hier hingebracht oder einen zukünftigen Sponsor. Also von daher bin ich immer sehr engagiert, wenn es um die jungen Sportler geht und vor allen Dingen, um die uns zu unterstützen, damit die in ihrem Amateurstatus auch weiterkommen. Was sagt denn eigentlich ein ehemaliger Spitzenfußballer zur besonderen Stellung seiner Zunft? Ja, also bei mir rennen sie da offen Türen ein. Ich habe mich als Fußballspieler immer sehr privilegiert gefühlt und habe ein wenig bedauert, dass es da auch die Sportler, die leisten teilweise mehr, als wir Fußballer geleistet haben, dass sie nicht unter den Augen der Öffentlichkeit dieses tun und diese Popularität nicht erreichen können, weil es eben nicht eine Fernsehsportart ist. Seit 2006 gibt es die Hall of Fame des deutschen Sports, ein Forum der Erinnerung an Menschen, die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben. Fußballlegende Günther Netzer erhielt beim diesjährigen Ball seine Aufnahmeurkunde. 21 der insgesamt 113 Mitglieder gratulierten Netzer, unter ihnen Legenden wie Joe Deckarm und Katharina Witt. Bevor der Ball offiziell durch den Tanz eröffnet wird, fragen wir auch noch unseren Gesundheitsminister, wie ihm das Motto des Abends gefällt, und erhalten eine erstaunliche Antwort. Jetzt geht's heute Abend um Ballsport. Was ist denn Ihre Lieblingsballsportart? Also einen Walzer tanze ich tatsächlich gerne, höre ich auch mal gern, und deswegen bin ich gespannt, wie das heute Abend wird. Ich bin zum ersten Mal in Wiesbaden. Es geht aber tatsächlich um Ballsport, also Ballsportarten. Ja. Es ist näher, dass Sie tanzen nachher. Ich habe gehört, der Ballsport sozusagen. Ja, da haben Sie vollkommen, also so kann man das natürlich auch sehen. Dass er den Walzer beherrscht, stellt Jens Spahn an der Seite von Franziska van Almsick beim Eröffnungstanz unter Beweis. Für uns wird es Zeit, die Launches und den Parcours des Sports zu entdecken. Andreas, auch in diesem Jahr seid ihr natürlich hier wieder mit dabei mit der Wiesbadener Stiftung Deutsche Sporthilfe. Energy Run hat ja auch heute stattgefunden. Erzähl mal, wie war's? Es war ein sensationeller Energy Run. Der zweite Energy Run hat fast über 600 Läufer gehabt. Und nicht nur das, wir hatten sogar noch einen Special Guest, Joey Kelly. Und einen ganz besonderen Gast noch, Johannes Bekerner, ist auch noch mitgelaufen heute Morgen. Wir hatten einen Riesenspaß heute. Ja. Wir hatten eine tolle Presse, wir hatten viele, viele Läufer. Die Läuferinnen und Läufer, auch die Kinder waren dabei. Wir hatten über 100 Kinder. Also von daher eine tolle Veranstaltung. Joey Kelly heute beim Energy Run in Wiesbaden dabei gewesen. Wie finden Sie denn diese Aktion, die die Deutsche Sporthilfe ja auch noch mal zusätzlich für Wiesbaden unterstützt? Ich finde es großartig. Und ich bin heute Morgen gelaufen. Johannes Bekerner war auch da. Es war super. Wie haben Sie denn Wiesbaden so erlebt und vor allen Dingen auch die Wiesbadener? Es waren ja unheimlich viele Menschen, die mitgelaufen sind, auch sehr, sehr viele Kinder. Toll, super organisiert, und nächstes Jahr, wenn ich wieder hier bin, mache ich wieder mit. Sag mal, Volker, mal so unter Journalistenkollegen, was würdest du denn sagen? Im Vergleich gerade auch zum letzten Jahr, der Ball. Ich finde, es ist eine ziemlich lockere und coole Stimmung hier, oder? Auf alle Fälle, vor allem der Bereich, der Aktivbereich, hat mächtig zugelegt. Ich muss sagen, was hier geboten wird im Moment, das ist einfach sensationell. Was kann man alles machen? Man kann Jetski fahren, man kann Volleyball spielen, man kann kickern. Das ist ja der Klassiker. Ich weiß nicht, eine Torwand habe ich noch nicht gesehen.
Weiß ich nicht, ob sie die dieses Jahr haben, aber man hat einige Wurfspiele noch dabei. Toll, super Atmosphäre. Der junge Mann da? Oder was muss er, was darf er machen? Er darf jetzt mal ausprobieren, wie sich das anfühlt für die Turner, wenn die an den Ringen hängen. Er soll sich jetzt in den Stütz begeben und dann geht er runter und geht in den Kreuzhang und dann wieder nach oben. Wir haben da so einen Bauchgurt dran gemacht, deswegen hat er nur die Hälfte seines Körpergewichts zu tragen. Aber da muss er sich schon auch sehr anstrengen und da sieht man einfach mal, was die Turner eigentlich leisten, wenn die an den Ringen hängen. Ich glaube auch, selbst mit Bauchgurt wird das eine echte Herausforderung sein, oder? Absolut, absolut. Also die Turner, die leisten da wirklich Großes. Und jetzt sieht man es, jetzt geht's los. Also so ganz einfach für ihn ist es nicht. Naturtalent, ich wollte es nur mal so bemerkt haben. Im vergangenen Jahr hatte ich im Schießduell gegen Judoka Alexander Wiczerczak ja schon die Nase vorn. Ob es wohl eine Wiederholung gibt? Sag mal Alex, jetzt haben wir ja letztes Jahr so ein kleines Duell gehabt, was ich gewonnen habe, muss man ja mal sagen, ne? Schießen. Leider ja, heute Revanche. Ich würde sagen Revanche, aber ich fände es auch ziemlich spannend, wenn du vielleicht gegen deine Begleitung schießt heute auch noch. Das kann ich nicht machen. Warum? Das kann ich nicht machen. Da gibt es Ärger zu Hause, wenn einer gewinnt oder verliert. Ich glaube, ich brauche eine richtige Herausforderung. Also dann würde ich sagen, treffen wir zwei uns wohin? Nachher beim Schießen. Also habe ich jetzt schon zwei Dates. Läuft, würde ich sagen. Los geht es mit Frank Stäbler. Frank und ich haben uns jetzt überlegt, Currywurst haben wir jetzt eigentlich keinen Bock mehr. Lieber einen leckeren Drink, den haben wir uns jetzt besorgt. Frank, bevor wir anstoßen auf einen tollen Abend, erzähl mir mal, wie hat es dir denn gefallen heute? Immer wieder mega geil hier, also richtig. Die Atmosphäre ist einfach gigantisch und das Schöne ist, der Abend beginnt jetzt erst so richtig. Und wenn die ganzen Sportler so mal Fahrt aufgenommen haben und die Schlange bei der Currywurst war einfach zu lange, deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wir ausnahmsweise steigen wir gleich mal hier auf ein Moscherie-Getränk ein, deswegen, ja, es wird mega, eine mega Night. Würde ich sagen, Prost. Schmeckt bestimmt sehr, sehr lecker. Zum Wohle. Boah, ist das Zeug erstmal in den Lippen, dann ist es saugut. Also, es schmeckt total lecker. Ich muss allerdings ein bisschen langsam tun, weil ich habe gleich noch eine Challenge. Mit dem Alex Wiczerczak muss ich mich noch duellieren. Oh, ja. Dann würde ich mal lieber sagen, mach mal lieber die Akkus wieder voll und trink nochmal zwei davor. Ja, mal gucken, ob ich den Alex nicht vielleicht auch so platt mache, aber das ist meine Challenge, die für heute noch aussteht und da mache ich mich jetzt gleich mal auf den Weg. Soll ich dir mal noch schnell vom Ringer für den Judo-Kampf ein paar Tricks geben? Oh, das ist natürlich gut. Ja, erzähl mal, leg los. Ja, das kann ich nicht erzählen bei der Kamera hier. Sonst würde ja jeder Judoka untergehen. Hat Spaß beiseite. aber ich kann es nicht sagen zu den Augen. Okay, alles klar, dann machen wir jetzt mal die Kamera aus. Alex und ich machen uns schon mal warm und wir haben uns jetzt überlegt, damit das fair ist und Alex auch eine Chance hat, machen wir jetzt Ball-Dart oder Dart-Ball oder wie heißt das überhaupt? Patrick. Heißt das? So, also jetzt wie die Boxer am Anfang. Achtung, so. Nee, Pause. Achso. Triple 9. Oh. Nee. Ja, wo ist denn? Nein, das gibt's nicht. Also das ist schon echt fatal und fies, aber hey, so ist das Leben. Einmal das. Also, na ja, komm. Also sowas habe ich selten gesehen. Ja, ich auch. Das Glück war auf deiner Seite. 72. Wie viel? 72. Die Linie. Ja, ja. Ja, keine Sorge, ich mach das. Was? Jetzt schon mehr.
Ich bin sportlich. Ich hab schon wieder gewonnen. Mit einem Wurf. Ich hab schon wieder gewonnen. Es tut mir so leid. Alex, ich habe schon, ich weiß es nicht, aber ich hatte 77, ich glaube, du hattest 78, ja, aber ich habe schon 77. Wieder gewonnen. Ich habe schon wieder gewonnen. Und jetzt? Nächstes Jahr Revanche. Nächstes Jahr Revanche, Alex und ich auf der Judomatte. Ja. Da gewinnst du dann wenigstens mal. Ja, endlich mal, ne? Aber immer machen wir nächstes Jahr Reset und dann fangen wir wieder bei Null an. Okay, das machen wir. Nächstes Jahr fangen wir von vorne an und jetzt genießen wir den Abend. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns zum nächsten Ball des Sports 2020 wieder. Und Alex ist mit Sicherheit auch dabei, genauso wie TV Wiesbaden. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Grüß aus Wiesbaden. Tschüss.